Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Stadler. Eine Minute. Unter den korruptesten Ländern in der Europäischen Union befindet sich ausgerechnet an der Spitze Griechenland, gefolgt von Bulgarien, Rumänien, Italien, Slowakei bis hin zu Portugal und Spanien. Das heißt, jene Länder, in die wir seit Jahrzehnten Milliarden senden, ohne dass sich dort an den Strukturen etwas ändert, ohne dass die Verwaltung transparenter wird, ohne dass die Finanzverwaltung sauberer wird, ohne dass es zu einer Budgetsanierung kommt, ohne dass die Rekordarbeitslosigkeit bekämpft wird, ohne dass die Massenarmut tatsächlich eingedämmt wird, ohne dass die Wirtschaft tatsächlich in Gang gebracht wird. Das heißt, das ist der ideale Nährboden für Korruption, für Schattenwirtschaft, für Bestechung, für Steuerflucht, für Wirtschaftskriminalität, für Mafiastrukturen. Idealer geht es ja gar nicht mehr. Und was macht uns daher so optimistisch, dass wir es jetzt, wo die Krise immer schärfer wird, dass wir es besser in den Griff bekommen? Das geht nicht über schärfere Gesetze alleine. Das geht auch nicht über bessere Kontrolle alleine. Das geht nur, indem es nur Geld gibt gegen Nachweis der Verwendung. Das ist alles. Es geht eben nicht anders. Geld gegen Nachweis. Sonst werden wir das nie in den Griff bekommen. There is a wish for a blue. Jetzt gibt es den Wunsch nach einer blauen Karte. Sind Sie bereit, das zu beantworten? Eine blaue Karte, ja? Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Stadler. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Stadler. Also, ich würde gerne wissen, welches Ihre Grundlagen sind, um solche Anklagen hier zu lancieren gegen die Länder, die Sie hier genannt haben. Wie können Sie denn zum Beispiel sagen, dass es in Portugal Korruption gibt und dass man da nichts unternimmt, um sie zu bekämpfen? Also, Sie kommen aus einem Land, das das einzige Land ist, wo ein Euroabgeordneter jetzt zu 4 Jahren Haft verurteilt ist wegen Korruption. Also, ich finde, dass wir gegen Korruption überall kämpfen müssen. Aber Achtung, alle Länder, Sie sprechen ja auch von den europäischen Verträgen und so weiter, Sie sind Europaabgeordnete, also da sollte es überall die gleiche Immunität geben. Also sowas, was hier gemacht wird, mit dem Finger auf jemanden zeigen, so Verallgemeinerungen, das gefällt mir nicht. Wenn es Fälle gibt in Portugal, ja gut, das kann schon sein. Also so eine Fremdenfeindlichkeit, das kann man hier nicht. The blue card is. Ja, die blaue Karte, das ist eine halbe Minute, sagt der Präsident. Bitte. Aufgrund des Index, der veröffentlicht wurde, den Sie nachprüfen können, liegt Portugal derzeit bei den 13 korruptesten Mitgliedsländern auf Platz 12. Das können Sie selber nachprüfen. Und ich sage Ihnen ganz nüchtern, wenn wir die Dinge und die Länder nicht beim Namen nennen und die Personen nicht vorführen, dann werden Sie Korruption nie bekämpfen können. Und daher bin ich stolz auf die österreichische Justiz, dass es endlich gelungen ist, einen Abgeordneten anzuklagen. Ich warte auf die Anklagen, die aus Portugal, aus Italien und aus Griechenland kommen. Griechenland ist ein schwerer Fall und es sind keine Anklagen bis heute in Sicht. Jetzt gibt es noch eine blaue Karte. Sind Sie bereit? Frau Lunacek. Herr Stadler, ich muss mich den Wortmeldungen meines Kollegen Tavares anschließen. Wir haben in Österreich massive Korruptionsfälle und ein Mitglied Ihrer eigenen Partei, vielleicht ist er jetzt nicht mehr dabei, Herr Scheuch, wurde vor kurzem ebenso verurteilt, weil bewiesen wurde, dass er einem Russen die Staatsbürgerschaft geben wollte und dafür bereit war, Bestechungsgelder zu nehmen für die eigene Partei. Das war jemand aus Ihrer eigenen Partei, auch der ist verurteilt worden. Wir haben in Österreich ein massives Korruptionsproblem und wir müssen Korruption in allen Ländern bekämpfen, nicht nur wenn Sie jetzt einfach auf Portugal zugreifen. Sie sind in allen Ländern notwendig und in Österreich sehr wohl. Quod erat demonstrandum, Frau Kollegin. Ich bin dankbar, dass Sie mir diese Schiene gelegt haben. Sie werden die Menschheit nie ändern. Wo Geld im Spiel ist, wird es immer Korruption geben. Die Frage ist nur, wie man sie bekämpft. Und wenn der Herr Scheuch verurteilt wurde zum Herrn Strasser, dann haben wir eine weitere prominente Verurteilung. So muss es weitergehen. Abgesehen davon lege ich großen Wert darauf, dass der Herr Scheuch nicht meiner Partei angehört. Vielen Dank. Herr Papanikolaou hat das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ja, jetzt ist ja auch Griechenland angesprochen worden. Ich komme ja aus Griechenland. Herr Kollege, Sie wissen, ich akzeptiere natürlich, dass jetzt diese Indikatoren angesprochen werden. Aber jetzt mal Folgendes. Also in den letzten Monaten ist in Griechenland sehr schnell an Ermittlungen gearbeitet worden gegen Korruption. Und da sind auch schon Leute in Haft. Viele Leute und einige von ihnen waren auch sehr bekannt in Griechenland. Und einige waren auch Minister und gehörten dem
dem politischen System an. Wissen Sie, was da enorme für Anstrengungen unternommen werden von der Justiz, von dem griechischen Staat in der letzten Zeit, mitten in dieser Krise? Da darf man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, bitte, ja? Herr Kollege, Fakt bleibt aber, dass Griechenland diesen Index anführt. Das bleibt Fakt. Daher habe ich nichts Falsches gesagt. Wenn Griechenland in Zukunft scharf gegen Korruption und Steuerflucht vorgeht, wunderbar, dann werden wir in Zukunft Griechenland auf einem anderen Indexpunkt sehen. Aber noch fehlt mir der Glaube, noch höre ich nur die Botschaft. Der Beweis, dass es tatsächlich mit der Korruptionsbekämpfung in Griechenland wirkungsvoll ernst gemacht wird, der fehlt bis zur Stunde.